Hugo an, der nimmt dich hops des Todes. Ach, glaube ich nicht. Dann lass mal gucken, was hier los ist bei Hugo. Anscheinend nimmt mich Hugo hops, meintet ihr. Ob das wirklich so ist, schauen wir uns jetzt an. Und falls es so sein sollte, hoffe ich, dass Hugo weiß, dass ich auch einen sehr guten Kontakt zu Klugi habe. Denselben Kontakt wie Monte. Und da wurden schon von Monte die ein oder andere Videos offline genommen. Wir gucken rein. Danny meinte, er fühlt sich nicht so wohl zu Hause gerade und deswegen ist er hier. Ich denke, er wird auch wahrscheinlich ein, zwei Tage hier bleiben. Also länger als ein, zwei Tage halt. Also er wird ein paar Tage hier bleiben wahrscheinlich. Danny, einfach deutsche Ellen Harper. Den wirst du nie wieder los, Kevin. Doch, wurde er. Und jetzt ist er bei mir, meine Damen und Herren. Darf ich begrüßen, heute hier im Stream, Danny! Ach, warum? Was? Warum? Das reicht schon. Das ist schon perfekt so. Ist schon perfekt so? Ja. Und kannst du abrollen, wenn du gehst? Meine Nachbarn bringen mich sonst um. Ich was? Abrollen, wenn du gehst. Ja, so, so. Nein, jetzt nicht streifen, du sollst nicht Schlittschuh fahren, aber so. Leise laufen. Digga, weil Luca war einmal da, also Luca hat die Videos vorbereitet und der läuft so aggressiv auf seinen Fersen, dass wirklich die Nachbarn hochkamen und meinten so, ey, was ist bei euch los? Wir haben gedacht, 20 Mann sind hier, dabei war es einfach nur Luca. Beim Boxen würde ich Sascha. Oh, 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 oh nein, Hugo, oh nein. Auseinandernehmen. Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten. Was? Was? Wenn du Monte deinen halben Monatslohn spendest. Spiel mal mit Zech, dann bekommst du Bot, Lobbys, Scheiß auf VPN. Oh, Bruder, Big Mac, das halte ich von deiner Meinung. Mittags spielt besser als abends, meiner Meinung nach. Bilal, dich hat aber niemand nach deiner Meinung gefragt. Das ist gut, Digga. Hättest du ja wirklich. Dachte, wir sind so, fragt Bilal. Ja, denken wir ja noch nie so deine Stärke. Nein, also ich leak's jetzt, ne? Das ist Hugo. Ja, das ist nicht Bilal, das ist Hugo selber. Und das weiß ich, weil Hugo hat mich gefragt, ob ich Videomaterial von jemand, von so einem Kind, was er halt benutzen kann. Und dann meinte ich so, hey, nimm dich doch einfach selber. Also ja, das ist einfach Hugo. Und das ist sein Setup. Er hat mittlerweile einen Rechner. Du Hurensohn. Was bist du für ein dummer Hurensohn? Auf was für eine Antwort hoffst du, wenn du mich fragst, wie meine Meinung zu Tierquälern ist? Aber danke für die 1000 Euro. Das würde dann so aussehen. Hoppala. Carsten sichert sich VIP-Ticket für die Hölle. Weil ich keine Z mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Keine Fronts gegen Tanzverbot-Chat, aber habt ihr das mitbekommen? Das mit Tanzverbot und Fräulein Freitag? Ich hab's nicht mitbekommen. Fräulein Freitag, was ist da passiert? Hatten die so mäßig, haben die Zeit miteinander verbracht und dann ist was Komisches passiert. Weil sie war ja bei ihm, was man gesehen hat, aber ich weiß nicht, was danach noch passiert ist. Beef? Oh Mann. Ja, ey, das tut mir voll leid, oder? Weil ich bin euch ehrlich, so, ich freue mich einfach für Kilian, wenn er so mit jemandem chillt und Zeit verbringt. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist nur meine Einschätzung. Ich glaube, dass Kilian da schon ein sehr, sehr netter ist. Und er Lust hätte auf was. Also ich glaube, dass Kilian schon ein Typ ist, der halt was auf was Ernstes aus ist. Und wenn da irgendwie dann sowas passiert, keine Ahnung, würde ich es voll schade finden. Das ist meine Meinung, ne? Jeder hat seine eigene, aber das sage ich dazu. Du machst jetzt kurz den Alleinunterhalter, Memo? Ich gehe kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Ich will auch mal Fragen stellen und nicht nur immer hier Emojis reinmachen. Max, ich würde sogar schon sagen, dass du mehr Sex hattest im vergangenen Jahr als ich. Steine hacken ist wichtiger als über Sex reden. Weil du eine feste Beziehung hast. Wann hattest du das letzte Mal Sex, Max? Digga, er ignoriert so hart, ne? Er ignoriert so hart. Aber auch geiles Thema von Revi. Also wenn es jemanden gibt, mit dem man über sowas gerne redet, dann Trimax. Digga, Revi, Alter. Ist 5 Minuten lang ein englisches Wort zu sagen, bekommst du 5 Subs. Schaffe ich niemals, Diggi. Ich try sowas gar nicht hier. Oha, direkte Frage. Also ich habe mich selber noch nie anpissen lassen. Dann musste mal Probetraining bei Willis Mannschaft machen. Soll ich dir mal sagen, was wir für ein Aufgabenritual damals in der Mannschaft hatten? Hau raus. Sven Dusche gemeinsam. Dann wurde das Licht ausgemacht. Oh Mann! Und dann wurde der Mann angestrahlt. Was?
Das ist ja geisteskrank, Willi. Ja. Herzlich willkommen im Team. Das ist was ganz normal. Okay, chilliger Spirit da in der Mannschaft. Alter, Hugo, was auch immer jetzt kommen sollte, wirklich. Es hättest du ja auch... Guck mal, meine Softbox war in dem Moment aus, okay, Hugo? Wenn ich mir ein Video anschaue ohne Softbox, dann ist es auf gechillt und auf entspannt. So, dann ist es nicht so, wo ich sage, okay, das ist am Ende des Tages etwas, was dann noch auf YouTube oder so landen soll. Oder die Softbox waren... Es war Feierabend. War das letzte Video, kurz vorm Offline-Gehen. Auch noch immer nicht vor meinem Motto. Die können... Ja. Also... Könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel. Steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming-up. Digga, Hugo, pass mal auf. Ja, das hier war auch im Rahmen von einem Video. Das, was du letztes Mal verwendet hast, war im Rahmen von einem Video. Du hilfst mir nicht bei meinem Coming-out. Was ist für ein Coming-out, wenn das Videomaterial schon existiert? Hä? Ein Coming-out ist etwas, wo etwas, was noch nie davor gezeigt wurde, rauskommt. Ja, so wie bei dir, dass du einfach ein kleiner Pisser. Das wäre ein Coming-out, weil du zeigst dich nicht mal. Okay, du hast dich jetzt hier in dem Video kurz gezeigt. Okay, da hat man es gesehen. Aber ansonsten, Hugo, du hilfst mir gar nicht. Du hilfst mir gar nicht. Ja, existiert Videomaterial. Oh, ho, 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 ho. Das war auch im Rahmen von einem Video, was nie veröffentlicht wurde. Das Video kommt noch, Leute. Oh Mann, wieder schauen und reingehauen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, ja. Was hast du jetzt hier? Gib mir in der Hand. Digga. Ja. Ey, das war Kevin, seine Zigarette, die ich im Mund hatte. Hä, was soll ich machen? Wichtiger Religion, Real Talk von Carsten. Was ich richtig eklig finde, egal welche Religion du egal auf Mama. Wie oft habe ich einen Porno an, der mir gefällt? Ich habe immer drei oder vier Pornos gleichzeitig. Oder ich bin hier vorne am Gange. Fünf Sterne Kochriso. Komm wieder. Ja, ich hoffe, die kriegen alle ihre Strafe dafür. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Was ein Hund? Was ein Hund? Wer ist das? KuchenTV. Ach, das ist der KuchenTV. Was macht der? Schon mal gehört, aber was macht der? Von dem gibt es wenig. Also, der backt halt hauptsächlich, also KuchenTV kommt ja davon, also der backt halt okay. Sehr, sehr viel, macht so... Konditoreisachen, Plätzchen ist er auch sehr stark und ist eigentlich dafür bekannt, dass er immer Vanille verwendet. So, das ist so sein Signature. Egal was der macht, er macht immer Vanille rein. Liebt der Vanille oder? Ja, liebt. Ah. Zum Beispiel, egal, wenn er ein Getränk macht. Alter, Marc, Junge. Also, Marc auch neuer Stammgast bei Hungriger Hugo. Aber sehe ich auch, wirklich mit Victoria gemeinsam, habe ich auch schon letztens gesagt, sympathisches Pärchen, wirklich. Da macht er sich's bequem in den Videos. Mhm. Auch jetzt der Joke mit KuchenTV, dass er gerne so Sachen backt und so. Fühl ich. Macht der Vanille rein. Es ist extremst sauber, finde ich. Also ich... Verpisst euch! Piss dich! Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Mats Hummels. Wir werden jetzt gleich gemeinsam den Bus mobilisieren. Mit Jude Bellingham. Ja, Mann, und einen von denen hat's erwischt. Ah, ich will's nicht spoilern, aber wer war das nochmal? Reus? Ich Stretching-Routine. Yo, hallo, ich grüße dich. Das hab ich so geliebt, Alter. Als ich das gesehen hab, Bruder, den hab ich auch so gefühlt. Den hab ich wirklich so gefühlt, Mann. Aber hey, Hanna muss man sagen, mit Pamela Reif. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so geiern würde, aber... Wir werden jetzt gleich gemeinsam den Bus mobilisieren. Mit Jude Bellingham. Welche Stretching-Routine? Yo, hallo, ich grüße euch. Ihr kennt mich wahrscheinlich... Eine Sache, die mir besonders gut am Laufen schon immer gefallen hat, ich kann meinen Kopf genau nutzen. Ich kann meinen Kopf gebrauchen. Das heißt,
Ich kann über vieles nachdenken. Ein paar Sekunden später. Kurz stehen bleiben und drüber nachdenken. Wenn ich laufe, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen. Was? Wie Max sich auf den Kampf vorbereitet. Und wie Mickey sich drauf vorbereitet. 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, zartbitter Schokoraspel. Vorher ein bisschen. Nee, oder? Digga, hat er das wirklich gemacht? Zuerst mal auf krassen Kuchen rein. Yo, Digga, auf entspannt. Aber ich muss eine Sache sagen, sowohl Max als auch Mickey haben schon beide Gewicht verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall einer von beiden safe, also Mickey safe. Weil bei dem Paintball-Event, bei dem wir waren, hatte ich noch mit Mickey drüber gesprochen. Ich meine aber, beide haben Gewicht verloren. Oder? Hat Max nicht Gewicht verloren? Ich glaube, Mickey auf jeden Fall safe. Ich glaube, der hat sogar 10 Kilogramm oder so verloren. Max nicht? Okay, dann war es nur Mickey. Oh. So eine richtig schöne Bauernstochter, so eine richtige Schweizer Dirndl. Bruder, mit so richtig geilen blonden Haaren und so richtig dicke Milchtüten. Ich will Schweizer Mädchen. Woo. Woo. Auf in die Schweiz mit Memo. Wenn wir heute schöne Frauen sehen, dann behalten wir das für uns. Ich will nämlich nicht von dem Sonderurlaub nochmal in den Urlaub. Oh, guck mal da rechts. Dann können wir für uns so sagen, okay, oha, mashallah, aber nicht so, ne, wie in den alten Zeiten, Digga. Das machen wir nicht. Oh, ich hab die Streams gar, ey, ich war da leider nicht da, Mann. Ja, aber ich hab noch einen Clip gesehen, irgendwie was mit einer roten Ampel, aber waren die nice? Also ich hab auch noch was gesehen, dass die verfolgt wurden und so. Ja, war chillig. Ich finde bei Marcel so die Streams von unterwegs, die sind sehr erfrischend, ne? Und ich glaube auch für ihn selber sind die sehr geil. Er war ja sehr viel so wie ich hier streamt, daheim. Und wenn er halt so unterwegs ist, auch gerade mit Memo zu zweit und so, schon geil, ehrlich. Nur im Dunkeln ist die weitwinklige Kamera. Nur. Memo, wir wollen nirgendwo gucken. Ich guck gar nicht. Von dem Termin eingetragen. Alter, Memo, Digga. Ich hab den Test gemacht. Junge. Oh, Memo, ey, Digga, holy shit. Auffälliger geht's ja gar nicht. Stell mal die Kamera jetzt hier hin. Memo, reißen Sie sich zusammen. Memo, jetzt zusammenreißen, ne? Bitte? Wir können später nochmal drüber diskutieren. Oh. Ach, Digga. Du spinnst. Waren die alle wegen... Warte mal, spielen die jetzt gerade Pokémon Go? Oder gucken die den Stream und warten auf Monte? Was machen... Was ist die Mission von denen? Die haben gewartet. Alter. Ja, wenn du... Das ist halt... Ich glaube, das ist so ein Nachteil, ne? Wenn du aus so einer Stadt streamst, wie Zürich waren die ja, oder? Und dann, keine Ahnung, Safe Pokémon. Ja, ich denke auch, Stream Sniper. Ja, wenn du halt so durch die Stadt läufst und auf entspannt so streamen möchtest, dann wirst du, können halt easy Leute, die daherkommen, einfach dich verfolgen, so. Deswegen, keine Ahnung, so ein einziger Nachteil. Aber ich glaube, weiß gar nicht genau, wie Marcel es geregelt hat. Ich glaube nicht, dass er Bilder gemacht hat, oder? Er hat wahrscheinlich gesagt so, ey, nee, ich stream jetzt. Keine Bilder, ja, hab ich mir gedacht. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer jetzt aus Zürich kommt oder wer schon mal in Zürich war. Ich finde Zürich tatsächlich eigentlich relativ nice. Ich finde Zürich echt und Luzern finde ich auch sick. Die Schweiz generell finde ich sehr, sehr geil, muss ich euch ehrlich sagen. Hat niemand danach gefragt? Habe ich mir schon gedacht. Memo war ein bisschen sass, aber Monte hat sich so gut erkannt zusammengerissen, also kann Twitch spannen. Ja, Bruder, ich habe was im Hals gehabt wieder, Mann. Ja, ich muss sagen, gutes Video von Hugo. Ich habe nur langsam das Gefühl, dass Hugo, gerade wenn ich ihn jetzt nochmal so angucke hier in seiner Zentrale, dass der auch immer ein bisschen frecher wird. Also Hugo, da drücke ich heute nochmal ein Auge zu, ja, unter Kollegen. Aber war ein gutes Video, hat mir sehr gut gefallen, hat mich abgeholt. Ja, geht ein dicker Kuss raus an den hungrigen Hugo. Kluge schon informiert? Mhm. Ja, ist schon informiert, Mann.